Hallo und herzlich willkommen auf Gaba Airsoft. Heute schauen wir uns, ja, wir machen kein richtiges Review. Wir schauen uns heute einfach die GBR Airsoft Granate an. Das ist eine Federdruckgranate für Airsoft. Es gibt auch Gasgranaten. Die kosten allerdings teilweise 60, 70, 80 oder ich habe jetzt neulich auch gesehen 110 Euro. Die kriegt ihr für 14 Euro hinterhergeschmissen. Gut, sind auch 14 Euro, aber für CQB finde ich das Ding ziemlich cool. Packt's voll, dann habt ihr auch keinen Rascheln. Der Hersteller von dem guten Stück soll anscheinend SHS sein. Kann ich jetzt nicht bestätigen, auf vielen Homepages wird so angegeben. Deswegen gehe ich jetzt in dem Moment auch davon aus. Wenn ihr andere Kenntnisse habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe mir das gute Stück von Shotgun gekauft. Ich habe mir auch eine gekauft, die habe ich jetzt schon seit längerem. Für 14 Euro. Es gibt aktuell auch ein Set, da kriegt ihr 10 Stück, eine umsonst und ein Kilo Munition für 140 Euro. Also wer ein Team ausstatten will oder einfach so ein, ja, so ein Granatengürtel voll machen will, greift zu. Passt auf jeden Fall. Ich persönlich habe die Granate an meinem Battle Belt. Ich benutze eigentlich nur Sachen von Wartech Gear. Passend tut das Teil auf jeden Fall in die GP102 oder GP103. 103 ist so ein bisschen verstellbar, da passt es auf jeden Fall rein. Wie gesagt, aber in die GP102 auch. Es sind die Granaten-Pouches. Wer hat's gedacht? Naja, ihr wollt mich bestimmt 500 Heb aufsehen. Nein, aber da wird mich meine Freundin killen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man das Teil befüllt. Befüllen tut man das hier. Hier sind schon so leichte Abnutzungen, aber wie gesagt, so funktioniert von daher, ja, so funktioniert halt. Hier Kugeln rein, dann macht man hier das Moped wieder zu. So, Verdrehverschluss. Ja, wie zeige ich euch das denn jetzt am besten? Weil hier wird nicht auslösen, hier ist Gummi drunter. Ich zeige euch das mal kurz eben mit einem kleinen Brett. So, mit einem kleinen Brett. Ja, im Endeffekt, Granaten-like. Ihr zieht den Splint raus und schmeißt es da drauf. Ja, gut. Genau, hier sind dann im Prinzip die Kugeln drin. Dann zeige ich euch das jetzt auch gerade passenderweise. Hier sind die Kugeln drin, hier kommen die durch. Und die werden dann halt eben, pfui, überall hingeschossen. Ist ganz witzig. Ja, und klärt halt eben mal eben so einen Raum. Ist ganz praktisch. Wie benutze ich denn jetzt die Granate Widder? Das macht ihr im Endeffekt so, ihr tut diese drei Teile runter, tut die eine Seite dran, tut die andere Seite dran, die Seite dran und wieder Splint durch. Das Coole an der Granate, das ist ein kleines Feature, ihr könnt hier oben drüber die ein bisschen fein justieren, wann die auslöst. Also quasi wie ich sie jetzt, also ich schmeiße die halt eben immer relativ kräftig hin, dann nutzt sie sich natürlich eher ab. Dann ja, löst sie aus oder halt eben, ja, wenn sie quasi nur antippt, dann löst sie aus. Aber das, ja, das ist für mich wirklich nur ein kleiner Unterschied. Deswegen, achso, passt das hier rein? Na los, tu es, mach es. Ah, genau. Ja, das ist für mich nur ein kleiner Unterschied und deswegen nutze ich das jetzt nicht so extrem. Ja, und im Endeffekt, Granate, Bum, Bang. Alle im Raum Hit, meistens im Umkreis von 5 Meter. Angegeben ist die Fluggeschwindigkeit der Kugel mit auf jeden Fall unter 0,5 Joule und damit dann auch für CQB bestens geeignet. Also ich stand neben mal so ein Teil, also wer da Aua schreit, ja, wir spielen halt kein Schach. Es ist einfach so. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und schaltet doch einfach wieder ein. Macht's gut. Ciao.